geht, der hier in diesem, den Kernpunkt dieses Programms in Andersdorf bildet. Da werden wir einiges zu erwarten haben, denn da gibt es auch einen ganz heißen Dreikampf. Vielleicht sogar einen Vierkampf. Seitenwagenklasse in diesem Jahr ja sehr spannend. Da haben wir schon diese Geschosse. Hier wird poliert. Rolf Bieland, Kurt Waltisberg, der Name sagt Ihnen was. Mehrfacher Weltmeister. Dabei aber auch Webster James, Steve Webster und David James, die Engländer. Auch Steve Webster, viermal schon Weltmeister gewesen. Also hier ist einiges geboten. Auch in der Gesamtwertung geht es ganz eng zu. Steve Webster, David James knapp hinter Klaffenberg, Parzer, den beiden Österreichern. Da haben wir Mark Reddington und Hetherington. Andy Hetherington, auch aus Großbritannien. Auch hier in der Seitenwagenklasse eigentlich fest in der Hand der Schweizer und Engländer. Bis auf den im Moment führenden Klaus Klaffenbeck, den Österreicher. Und wir dürfen uns auf ein spannendes Rennen vorbereiten. Haben wir Roger Bodie, Andy Peach, ebenfalls aus Großbritannien. Ja, diese akrobatischen Turner im Seitenwagen, die sorgen für spektakuläre Szenen hier. Ja, und hier stehen wir wieder für ein paar Getränke und eine Bockwurst an. Wir geben auch Ihnen kurze Gelegenheit, sich zu stärken. Ja, und da kommen sie aus der Garage, die Seitenwagengespanne. Mit der Nummer 11 im Bild, Markus Schlosser, Daniel Hauser, die Schweizer. Mit der Nummer 12, Benny Jansen, Franz von Kessel, die Holländer. "24 Runden liegen vor diesen Seitenwagengespannen. Nicht ganz 100 Kilometer. Knapp 97 Kilometer Distanz zu fahren in diesem Weltcuprennen. In der Gesamtwertung führen knapp die Österreicher Klaffenberg, Parzer, dahinter die Briten Webster, James, der Schweizer Weltmeister Bieland, Waltisberg, dahinter in Lauerstellung. Die Pole Position, die schnellsten im Training, Steve Webster, David James, zum sechsten Mal in Folge, die standen bisher immer auf der Pole Position, bei allen Rennen, die bei allen Rennen dieses Jahres, der vierfache Weltmeister Steve Webster, die Pole Position inne gehabt. 87, 88, 89 und 91 war Steve Webster schon Weltmeister. Daneben der große Rivale Rolf Bieland, Kurt Waltisberg und die Schweizer Brüder Güdel. In der zweiten Reihe Klaffenberg-Parzer, die Führenden, und Sie sehen es, Schweizer, Engländer, fest in der Hand dieser Nationen, dieser Wettbewerb, kein deutsches Gespann am Start. Die erste Reihe, also Webster James, Pole Position Bieland, Waltisberg daneben, und die Gebrüder Paul und Charlie Güdel auf dem dritten Platz. Dahinter Klaffenberg, Parzer, die Österreicher, lauernd in der Gesamtwertung. Hier haben wir die Güdel-Brüder, gelb-grüne Maschine, passend dazu die rotgewandete Dame. Und wir haben wieder den üblichen Auftrieb vor dem Start. Steve Webster, David James, die vielleicht spektakulärste Paarung. Sieg am Nürburgring zuletzt nach Pole Position.
in Moss ausgefallen, Motorschaden klar in Führung gelegen. In der 8. Runde dann mit deutlichem Vorsprung mussten sie passen. Mit der 23 Derek Brindley, Adolf Haney. Schweiz-englische Kombination. In dezentem Schwarz. Ja, da wird nochmal posiert für die Fotografen. Mechaniker, Serviceleute haben noch ein wenig zu arbeiten. Und Klaus Klaffenböck, der Österreicher, der führende Mann, der in Most in Tschechien gewonnen hatte. Und der jetzt in der Gesamtwertung auch vorne liegt. Aber hier wird es nicht einfach haben, der Österreicher. Denn Webster James haben schon gezeigt, was sie wieder vorhaben. Bösiger Egli, Schweizer Team. Sie konnten es hören. Man hat sich über die Startprozedere unterhalten. Ah, da kommt das Schild, Helfer raus. 9, Reddington, Andy Hetherington, die Engländer. Gut beschirmt und behütet. In der Mitte das gelbe Gefährt, das sind Bieland Waltisberg. Ganz rechts türkise Farben, Webster James. Und links gelb und grün, das sind die Gebrüder Güdel. Da darf man sich auf einiges gefasst machen. Vor allen Dingen wird auch mit Sicherheit aus der zweiten Reihe Klaus Klaffenböck versuchen mitzumischen. Klaus Klaffenböck und sein Beifahrer Christian Parzer. 19 Nummer Gilton Berglund, die Schweden, Gelros Berglund, Billy Gelros. So, jetzt setzen wir uns noch mal bequem hin. Gleich geht's los in der Seitenwagenklasse. Rolf Bieland sehen wir da schon an seinem Gefährt stehen, schwarz und gelb. Kurt Waltisberg, der Schmiermaxe. Stuart Muldoon, Chris Gassmann. Noch klassische Ruhestellung. Ja, diese Seitenwagengespanne, das ist der, sind verwegene Konstruktionen, das sind beinahe Monocoques. Sehen, der Beifahrer hat da eine Turnerposition am Heck des Fahrzeugs. Kniet, liegt. Die Ruhe vor dem Sturm sozusagen. Der junge Mann mit dem Fernsehkabel. Akrobatische Einlage. Die Brüder Güdel, die Schweizer. Paul Güdel, gut gelaunt. Und los geht's gleich. Da kommt das Signal. Alles raus. Ja, und die Dame mit der roten Fahne, die schreitet da nochmal die Front der Seitenwagengespanne ab. Und dann macht man sich auch so langsam auf die Socken. 24 Runden sind zurückzulegen. Wie gesagt, knapp 100 Kilometer, 97 Kilometer. Nochmal die Startaufstellung.
15 Gespanne nehmen das Rennen in Angriff. In die Aufwärmrunde. Da haben wir die Gebrüder Güdel. Und außenbords hängen Charlie Güdel. Eine bequeme Sache ist das für die Beifahrer nicht. So gemütliches durch die Landschaft fahren, schön sitzend. Die turnen da hinten gewaltig rum. Vorne Webster James. Also ein Beifahrer, der lebt gefährlich. Da kann der David James vor allem ein Lied davon singen. Hat sich erst letzthin am Knöchel ziemlich heftig verletzt, allerdings nicht beim Fahren, nicht im Rennen, sondern hinterher bei der Siegerehrung. Beim Sektspritzen, da ist er ein wenig stürmisch vom Podest gehüpft, um irgendwelche Freunde mit einem feuchten Gruß zu bedenken. Und dabei hat er sich also kräftig den Knöchel verletzt und war 3 Tage völlig außer Gefecht. Also zum Sektspritzen wird der David James, wenn dann überhaupt, erst nach dem Rennen Gelegenheit haben. Scheint ja gefährlicher zu sein, als das Rennen zu fahren. Für ihn zumindest. Und da haben wir schon die, die das Rennen dann wohl unter sich ausmachen vorne. Webster James, Dieland Waltisberg und die Güdelbrüder. Und natürlich nicht zu vergessen, Klaus Klaffenböck, Christian Parzer. Klaffenböck-Parzer mit der Nummer 6 aus der zweiten Reihe kommen. Dicht gedrängt. Ein dynamisches Bild, diese Seitenwagengespanne. Und dann wir die rote Fahne. Steht die Dame in Erwartung der Dinge, die da kommen sollten, in Gestalt von Webster James, Bieland Waltisberg jetzt in der Mitte und die Gebrüder Güdel. Da sitzt man jetzt gespannt, wartet darauf, dass alle Fahrzeuge in ihre Position fahren, da kommt auch Klaffenböck-Parzer. Noch steht die junge Dame mit der roten Fahne, hinten wird grün gezeigt. Gleich geht's los, rechts Webster James, in der Mitte Bieland Waltisberg. Ganz links in gelb-grün die Gebrüder Güdel. Dahinter auf Lücke bereits Klaus Klaffenböck, Christian Parzer, die Österreicher. Webster James ab, Bieland Waltisberg in der Mitte und die Klaffenböck. Klaffenböck nach vorne gefahren. Glänzender Start. Attacke von Bieland auf Brindley, Haney, die Spitze genommen haben. Bieland auf 2, die Güdels auf 3. Und jetzt schauen Sie mal an, was die Schmiermaxen, die Beifahrer hier aufführen. Und wieder volle Deckung, windgünstig. Klaffenböck vorne, dahinter Bieland, Waltisberg. Waltisberg macht es wieder ganz klein, Attacke und die Klaffenböck-Paarung vorne, Christian Parzer hängt außenbords. Die Führenden in der Gesamtwertung haben die Spitze. Und dahinter die Attacke von Webster James auf Bieland Waltisberg. Die Pol-Truppe, die Pol-Mannschaft. Klaus Klaffenböck, der Österreicher, mit einem sensationellen Start aus der zweiten Reihe sofort nach vorne gefahren. Da geht schon über die Randbefestigung. Webster James dahinter.
Die ersten sechs dicht aufgefädelt wie an einer Schnur. Klaffenberg vorne, Bieland dahinter, Webster und der Angriff von Bieland. Ja, der junge Klaus Klaffenberg und ihm hängen die vielfachen Weltmeister jetzt im Genick. Bieland und Webster. Dahinter Brindley und Henny. Und dann die Güdels. Und akrobatisch die Beifahrer. Ja, die Gewichtsverlagerung ist ganz wichtig. Nur so können diese Gespanne diese eminenten Kurvengeschwindigkeiten überhaupt halten. Webster James kommen aus dem Windschatten. Attacke auf Bieland. Reicht nicht. Vorne Klaffenberg. Er kann frei fahren nach vorne. Muss nur sein Rennen fahren. Natürlich hängt ihm die Konkurrenz im Nacken. Aber die müsste ich erstmal nach ihm richten. Da hinten flogen schon ein paar Plastikteile. Und Christian Parzer akrobatisch hängt er da außenbords. Die anderen nicht minder. Österreicher vor dem Schweizer Bieland, dahinter der Engländer, Webster. Steve Webster, David James. Und wieder Christian Parzer außenbords. Ah, der Angriff von Brindley Henny. Und Bieland ist durch. Bieland hat die Lücke erkannt, ist durchgefahren. Da hat Klaus Klaffenberg offen gelassen. Und Rolf Bieland seine Chance sofort genutzt. Die neue Reihenfolge jetzt. Und da geht Cindy ins Kiesbett. Wer steht da? Nicht feststellbar im Moment. Und Klaffenberg hat sich die Spitze zurückerobert, während unsere Zeitlupe lief. Bieland an 2, Webster auf 3. Hier bekommen wir den ersten Überholvorgang von Bieland. Innen durch an Klaffenberg vorbei. Aber nicht lange durfte sich der Schweizer seiner Führung erfreuen. Klaffenberg ist wieder vorne. Klaus Klaffenberg, der Österreicher, der in Moss seinen ersten Sieg gefeiert hatte, als Webster James ausgefallen waren. Webster James, die in jedem Training dieser Serie auf der Pole Position gestanden hatten. Klaffenberg vor Bieland und Webster. Und Angriff von Webster auf Bieland ist vorbei und wollte gleich in einem Zug auch noch Klaffenberg mitnehmen, aber das hat natürlich nicht geklappt. Da war der Österreicher clever, hat zugemacht, war auch noch vorne und dahinter staubt mächtig bei Brindley Henny, die vor den Güdels liegen. Hier die Attacke noch einmal von Steve Webster, David James auf Rolf Bieland. Und Webster kommt durch. Und da möchte er innen bleiben, aber Klaffenberg ist vorne, hat die Linie, macht die Kurve zu. Natürlich jetzt ein tolles Gefühl, den vierfachen Weltmeister im Genick hängen zu haben. Klaus Klaffenberg hält die Spitze.
Rolf Bieland jetzt an dritter Stelle. Rolf Bieland, Kurt Waltisberg hinter Webster James. Aber dieser Fünferzug, da ist noch alles drin. Brindley Henny jetzt in Attacke auf Bieland. Da passte kein Handtuch mehr dazwischen. Und da kommt die Attacke der Engländer. Webster und Klaffenberg. Ganz eng geht es daher. Aber Klaffenberg behält seine Linie. Bieland sucht seine Chance. Da wird Zickzack gefahren. Packendes Ziel ist hier in dieser Phase des Rennens. Fünf Gespanne, dicht auf. Und vorne immer noch Klaus Klaffenberg. Die Überraschungsmannschaft der Saison. ...19 Runden noch zu fahren, da können wir uns noch auf einiges einstellen. Angriff von Webster. Wie lange kann Klaffenberg den Druck aushalten? Dahinter Bieland in lauer Position, das ist das Beste, was es im Seitenwagensport gibt hier. Faszinierende Bilder hier. Die Turnerei der Beifahrer. Und da haben wir mal Gelegenheit, einen Blick auf so ein Gefährt ohne Verkleidung zu werfen. Kann man feststellen, dass das Ding eigentlich mit einem Motorrad nicht mehr so arg viel zu tun hat. Sieht eher aus wie ein kleines Formelrennauto. Aber natürlich nur mit drei Rädern. Und überall wird attackiert und jetzt ist er durch. Steve Webster hat die Führung genommen vor Klaffenberg. Und dahinter nagt Brindley und Henny an Rolf Bieland. Und der Konter von Klaffenberg. Und wieder ist der Österreicher durch. Und auch Bieland ist nachgezogen. Da ein Fehler von Webster und sofort hat Bieland sich wieder die zweite Position erobert. Hier bekommen wir es nochmal, die erste Attacke von Webster auf Klaffenberg. Perfekt. Und wir suchen die Spitze, da haben wir sie, Klaus Klaffenberg vor Bieland. Ja, die Beifahrer dürfen bei all ihrer Turnerei das Gewicht natürlich nicht allzu stürmisch hin und her schmeißen. Das würde die Gefährte denn doch aus der Balance bringen. Das muss ganz gleichmäßig und rund praktisch ablaufen, die Bewegungen der Schmiermaxen. Angriff von Bieland, aber Klaffenberg clever. Und Webster probiert es wieder. Aber keine Chance zum Vorbeikommen an Bieland. Brindley wieder über durch den Staub. Und auch für die Güte, es gibt keine Chance nach vorne zu kommen. Webster aus dem Windschatten. Bieland macht zu. Vorne Klaffenberg. Macht sich richtig schön breit in diesen Kurven. Verfolgern keine Chance geben, hier durchzuschlüpfen. Brindley Henny, jeder sucht eine Lücke. Dicht aufgeschlossen, fünf Gespanne. Ja, die beiden ersten Startreihen komplett, die machen hier das Salz in der Suppe. Mit der Nummer 9, Reddington, Hetherington. Kurz im Bild gehabt, vorne aber die Spitze.
Webster sucht wieder eine Lücke, verschiebt sich seitlich neben Bieland und da sieht es aus, ob er durchkommt. Nein. Der Schweizer bleibt vorne. Adolf Rolf Bieland, vielleicht der routinierteste hier im Feld. Friendly Adolf Henny. Und Klaffenböck, wirklich, das ist deutlich zu sehen, richtig schön breit in diesen Kurven. Er fährt richtig Kampflinie hier. Nicht unbedingt ganz innen so weit, gerade so weit von der Ideallinie weg, dass keiner mehr durchpasst. Sobald er merkt, dass er Druck bekommt. Jetzt die Gerade. Da ist viel Platz. Und hier sehen wir wieder das Gefährt von Reddington Hetherington. Das sind Hightech-Gefährte. Immer noch auf Platz 5, die Gebrüder Güdel. Und Bieland im Angriff. Aber der clevere Klaffenböck. Bieland zackt links, zackt rechts. Klaffenböck macht zu. Deutlich zu sehen. Er fährt nicht ganz innen. Er fährt, lässt sich ein wenig raustreiben. Aber so weit innen ist es zu eng. Da passt einfach keiner durch. Angriff von Bieland in der Rechtskurve. Und jetzt ist er durch. Jetzt ist er durch. Da hat er ihn erwischt. Da hat er ihn auf dem falschen Fuß erwischt beim Ausholen zur Kurve. Rolf Bieland wieder in der Spitze. Ein neuer Spitzenreiter hier in diesem packenden Rennen. 14 Runden noch zu fahren. Rolf Bieland in der führenden Position. Dahinter Klaus Klaffenböck aus Österreich. Jetzt der Schweizer vorne. Und hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Rolf Bieland schiebt sich durch. Webster probiert es ebenfalls, aber da hat Klaffenböck dann zumachen können. Bieland also jetzt vor Klaffenböck und Webster. Mit Max Bieland in Führung liegen, mit Rolf Bieland in Führung liegen, melden wir uns zurück beim Seitenwagenrennen in Andersdorf. Und Bieland scheint sich absetzen zu können. Er kann also offensichtlich doch etwas schneller fahren. Dann hat Klaffenböck ihn wohl aufgehalten. Und wo sind Webster James? Die Güdels auf Platz 3. Auf 4 Brindley Henny. Und wo ist Webster James? Die Polmannschaft. Wo sind sie? Bieland vorne. Und das Feld reißt auseinander. Klaffenböck auf 2. Da haben wir den roten, das rote Gefährt der Österreicher. Aber wo sind Webster James? Die schnellste Mannschaft eigentlich in jedem Training, starten immer von der Pole Position in dieser Serie. Haben sie hier irgendwo Pech gehabt? Da sehen wir es. Webster versucht, Klaffenböck auszubremsen, zieht nach innen. Seite an Seite die beiden Fahrzeuge, aber wir können sie hier nicht sehen. Da kommt nur Klaffenböck. Hat es da eine Berührung gegeben? Hat es da eine Berührung gegeben? Ist Webster rausgeflogen? Dahinter Güdel jetzt auf Platz 3. Attackiert von Brindley Henny. Ja, was war da los mit Webster James? Bieland klar durch und dann das Duell mit Klaffenböck. Sah so aus, als hätte es da vielleicht einen Kontakt gegeben.
Wir können es Ihnen im Moment nicht sagen, können es nicht sehen. Güdel auf 3 vor Brindley James. Und Klaffenböck auf der Jagd nach Bieland. Hier das Duell wieder auf den dritten Platz. Aber keine Bilder, keine Position von Webster James. Da haben wir die ersten 4. Vorne in Gelb, Bieland, in Rot, Klaffenböck. Gelb-Grün die Güdels, die wieder mal von Brindley Henny attackiert werden. Aber das reicht natürlich nicht. Schauen wir ins Infield, aber ich sehe das Gefährt von Webster James nirgends stehen. Bieland jetzt hinter einem zu überrundenden Gefährt und da ist der Österreicher wieder vorbei. Klaus Klaffenböck hat das ganz clever ausgenutzt, während Bieland sich hinter das Fahrzeug, das zu überrundende Fahrzeug von Bodie und Peach geschlichen hat, ist er innen durchgestochen. Klaus Klaffenböck wieder in Führung. Das hat er clever gemacht. Oder gibt es ein Problem bei Bieland? Auch die Güdel sind durch. Wird Bieland langsamer? Da gibt es ein Problem an der Maschine von Rolf Bieland. Klaffenböck klar vorne jetzt. Dahinter Brindley Henny und die Güdels. Was ist auch mit Bieland los? 2 Fragen unbeantwortet. Ja, das gelbe Gefährt kommt nicht, aber gelbe Fahnen werden gezeigt. Das heißt nicht überholen. Klaffenböck vorne. Wo ist das gelbe Gespann von Bieland? Wo ist das türkise von Webster? Da haben wir das rote Gespann, Klaffenböck. Klaffenböck jetzt klar in Führung, schleicht dann das Fahrzeug von Reddington, Hetherington, die schon in der Box waren, pirscht sich ran, die Güdels auf 3, Brindley, Henny auf 2. Und wo ist Bieland? Gelb zwar, aber nicht Bieland. Nicht alles, wo gelb drauf ist, ist Bieland drin. Ich bin fasziniert von diesem Bild. Klaffenböck in Führung beim Überrunden. Reddington, Hetherington überrundet. Bekommt Boxensignale, Klaus Klaffenböck. Ja, das hat sich jetzt etwas dramatisch entwickelt. Tut mir leid, dass wir Ihnen im Moment keine Auflösung geben können, was mit Bieland los ist, aber bei Bieland sah es ganz deutlich nach einem technischen Defekt aus. Da stand ein gelbes Fahrzeug, aber ich glaube nicht, dass das Bieland war. Stand sehr ungünstig. Klaffenböck in Führung, Brindley, Henny dahinter und die Güdels und noch 9 Runden zu fahren. Das kann hier noch spannend werden, zumindest beim Kampf um Platz 2. Im Moment Brindley, Henny auf Platz 2. Aber die Güdels weichen nicht vom Fleck. Klaffenböck vorne. Es sieht so aus, als ob die Verfolger herankommen könnten.
Brindley Henny. Brindley Adolf Henny auf Platz 2. Oh, da ganz rasant, da hob's das Innenrad ab. Und jetzt hat auch Klaffenböck Probleme offensichtlich. Brindley Henny klar schneller. Faszinierend, wie er vorbeizog. Klaffenböck scheint auch Probleme zu bekommen. Denn auch die Güdel sind vorbei. Oh, da ist den führenden Gespannen hier, aber das Glück nicht hold. Klaffenböck rollt aus da droben. Rollt hier am Rande der Spur. Und jetzt führen Brindley und Henny. Derek Brindley, Adolf Henny in Führung. Was ist mit Klaffenböck los? Wurde plötzlich langsamer und scheint ausgerollt zu sein. Kommt gar nicht mehr ins Bild. Oh, die drei Führenden in der Gesamtwertung. Alle raus. Erst Webster, dann Bieland und jetzt auch Klaffenböck. Derek Brindley jetzt in Führung. Und dahinter die Güdel-Brüder. Das ist die Stunde der Underdogs. Die großen drei raus. Brindley, Henny vor den Güdels. Paul Güdel am Steuer und Charlie Güdel im Seitenwagen. Ja, dramatische Entwicklung zur Mitte des Rennens, im letzten Drittel des Rennens. Und die Güdels haben hier sicher noch eine Chance. Sie haben ja es gezeigt, sie lagen hier stellenweise schon vor Brindley und Henny. Lassen dem auch keinen Vorsprung. Also die Güdels in lauer Position hinter Brindley, Henny. Die Güdels hinter Brindley Henny. Und wo sind die großen drei? Wir sahen nur, wie Klaus Klaffenböck plötzlich langsamer wurde. Selbe Erscheinung bei Rolf Bieland. Und Steve Webster hat sich ganz heimlich verabschiedet. Aber unsere Kameras haben alle drei nicht mehr zu sehen bekommen. Ein überrundetes Fahrzeug jetzt zwischen Brindley und Güdel. Güdel nur unwesentlich aufgehalten, hat ein wenig Boden verloren. Jetzt Brindley scheint sich absetzen zu können. Spektakulär. Der Seitenwagen hebt ab. Spektakuläre Studien jetzt hier von Derek Brindley und Adolf Henny, die klar Führenden. Wir sind zurück in Anderstorp und wir zeigen in diesem Moment den neuen Führenden. Die Güdels haben die Führung übernommen, Paul Güdel und Charlie Güdel. In diesem Moment, als wir zurückkommen, vorbei an Derek Brindley und Adolf Henny. Ja, da sind Brindley, Henny ein wenig im Überrundungsbetrieb stecken geblieben. Die Güdels haben die Chance ausgenutzt. Und jetzt fährt Paul Güdel auf der letzten Rille. Na, da werden Signale gegeben da hinten. Fahr durch. Und Paul und Charlie Güdel können sich ein wenig absetzen. Derek Brindley und Adolf Henny haben ein wenig Boden verloren beim Überrunden. Und das ist die Chance der Güdels. Klaus Klaffenböck in der Box. Das haben wir inzwischen feststellen können. Da stand das Gefährt mit abgenommener Verkleidung. Offensichtlich ein größeres technisches Problem.
während das Gespann der Güdels scheinbar problemlos läuft. Und jetzt in Führung. Paul und Charlie Güdel. Ist das ihre Chance zum ersten Sieg in der Serie? Die beiden Schweizer und BP Racing Team. Plötzlich deutlich in Führung. Da kommen Brindley und Henny. Die englisch-schweizerische Mischung. Henny Ready Mix Racing heißt das. Gespannt. Und da haben wir Webster James wieder im Bild. Da haben wir sie gerade gesehen in dem hell türkisfarbenen Fahrzeug. Schieb hängt genau zwischen den beiden führenden Fahrzeugen. Steve Webster, David James hat die Gelegenheit ausgenutzt, sich wieder ins Bild zu bringen. Vier Runden vor Schluss, aber er liegt natürlich aussichtslos zurück. Auch wenn er hier offensichtlich wieder sehr schnell unterwegs ist, war wahrscheinlich in der Box. Vorne Güdel, dahinter Webster und dann Brindley. Und Steve Webster und David James liegen auf dem dritten Platz, bekommen wir hier signalisiert. Ich wage das zu bezweifeln, möglicherweise nur ihre Startnummer. Obwohl er jetzt entfesselt fährt und spektakuläre Aktionen in den Kurven zeigt. Paul Güdel, Charlie Güdel, die Spitzenreiter. Charlie Güdel graziös, wie er da hinten rumturnt. Steve Webster, David James. Hinter den Güdels. Und Webster verliert keinen Zentimeter Boden auf die Güdels, im Gegenteil, er scheint sich sogar näher ranzuschieben. Will wohl nochmal zeigen, wie schnell er sein kann. Paul Güdel, Charlie Güdel. So wie es aussieht, tatsächlich auf dem Weg zu ihrem ersten Sieg in dieser Serie. Dahinter Derek Brindley, Adolf Henny, haben jetzt deutlich Boden verloren, können die Schweizer nicht halten. Das Ready Mix Team. Henny Ready Mix Team. Die schweizerisch-englische Besatzung. Da kommen sie durch bei Start und Ziel. Und die Güdels vorne und dahinter lauert Webster und er will überholen, er will zeigen, er hat das schnellere Gefährt und ist nach vorne gezogen. Aber das scheint mir eine eher akademische Aktion zu sein, denn Webster war lange nicht ins Geschehen integriert. Und was ist bei den Güdels los? Auch bei den Güdels gibt es ein Problem. Haben Sie das gesehen? Und Webster, James werden uns als Führende signalisiert. Da sehen wir es. Webster vorbei an den Güdels. Und da gibt es vielleicht möglicherweise ein Problem. Paul Güdel, Charlie Güdel relativ aufrecht. Brindley Henny im Bild.
Und da haben wir die Güdels. Das Gespann fährt. Wie ein Ausleger hing da der Charlie Güdel außenbords. Webster James. Webster James hier. Steve Webster, David James, wieder in voller Fahrt.